Auf welcher Seite der Driving Range stehst du, wenn du dich einschlägst oder wenn du einfach übst? Ich habe einen kurzen kleinen Tipp, aber der, glaube ich, ganz wichtig ist, vor allem vor dem Spielen, also beim Einschlagen. Wenn du ein Slicer bist als Rechtshänder, deine Bälle tendieren nach da, die Kurve ist nach da. Es wird dir sehr viel bringen, wenn du von der linken Seite, ich bin auf jeden Fall auf der linken Seite von diesem großen Driving Range hier in Lütelsburg, und ich werde jetzt nach rechts raus schwingen. Ich werde mich auch nach rechts ausrichten. Nur warum bringt das irgendwas? Naja, das ist wirklich ganz gut, weil von Gefühl her steht man geschlossener. Also die Ausrichtung ist mehr nach rechts. Und das ist eine Sache, die Slicer nicht gerne tun. Wenn meine Bälle nach da tendieren, stehe ich gerne lieber so und schwinge nach links, damit der Ball nicht nach rechts fliegt. Aber du weißt doch, was passiert. Der Slice wird dann noch schlimmer. So, durch diesen kleinen Trick, und da ist der Platz, wirst du lernen, besser zu stehen, und du wirst lernen, mehr nach rechts raus zu schwingen. Du wirst nicht Angst haben, die Arme vom Körper zu lösen und schön nach rechts zu schwingen. So, auf jeden Fall versuch's mal, nächstes Mal, wenn du auf der Range bist. Und vielleicht durch von innen nach außen schwingen, automatische innen nach außen schwingen, wirst du einen Ball mit etwas Linksdraht sehen. Okay, das sind für die Slice. Was ist aber, wenn du hookst? Ja, du musst zur anderen Seite. So, gehen wir dahin. So, jetzt bin ich auf der rechten Seite der Driving Range. Und genau da gehören Hooker. Wenn deine Bälle einen Linksdraht haben, und ist höchstwahrscheinlich die Ursache, dass du zu sehr von innen kommst, zu wenig Unterkörperrotation hast, dann wird es so sein, dass du dich eher nach rechts ausrichten würdest. Und dieser kleine Trick würde dich zwingen, mehr nach links auszurichten. Ich meine, da ist alles offen. Auf der Seite ist Busch. So, das Offenstehen ist für dich sehr gut, weil dann wirst du das Gefühl haben, dass du, naja, dann wirst du automatisch besser rotieren. Du wirst den ganzen Platz auf der linken Seite sehen und du wirst mehr nach links schwingen und mehr nach links drehen. Okay, wenn du Hooker bist, dann fehlt eine Rotation. Da ist wahrscheinlich bei dir zu viel laterale Bewegung. Die Seite ist wahrscheinlich zu tief und es gibt zu viel Unterarmrotation. So, links stehen wird mir helfen, mich mehr nach links zu drehen, damit ich endlich mal einen geraden Ball sehe oder einen mit etwas Rechtsdraht. Okay, das solltest du machen, wenn du eine Hook-Tendenz hast. Ja, interessant. Ich weiß nicht, ob du sowas schon gehört hast. Ich habe das immer mit meinen Mannschaften gemacht, vor großen Wettbewerben. Ich wollte ihnen nicht so viel technische Infos geben, aber ich wusste, wenn die Hooker hier stehen auf der rechten Seite und die Slicer auf der Seite, dass sie automatisch davon profitieren, ohne zu denken. Und ich denke, in dieser Zeit, in dieser Wettbewerbszeit, ist das genau die richtige Vorgehensweise. Bald ist die Clubmeisterschaft, das ist jetzt Mitte, Ende August. Und genau dafür bin ich dabei, ein Video zu machen. Ich habe es heute leider noch nicht geschafft, aber morgen werde ich es hochladen. So, falls du eine Clubmeisterschaft bald hast oder ein großes Turnier, dann werde ich ein Video veröffentlichen, wo ich zeige, was du genau machen solltest oder könntest in der Woche vor dem Turnier. So, bitte schau hier bei Wohnhotry Golf sehr, sehr bald wieder vorbei. Danke für das Zugucken und viel Spaß beim gerade Ausschlagen.